Womöglich sind die Geschichten über Nixon und Meerjungfrauen doch keine Märchen. Als wäre das Wasser ihr Element, taucht Shaun Soon anscheinend mühelos, minutenlang, als müsse sie niemals atmen. Doch Shaun Soon ist kein Fabelwesen. Sie ist eine Muscheltaucherin von der südkoreanischen Insel Jeju. Vielleicht sind Jejus Taucherinnen die härtesten Frauen der Welt. Weil der Job so hart ist, weil das Tauchen Schmerzen und äußerste Belastung bedeutet, will heute niemand mehr diesen Beruf ergreifen. Deshalb werden die Taucherinnen in wenigen Jahrzehnten verschwunden sein. Kurz nach Sonnenaufgang brechen die Taucherinnen auf. Wie immer tauchen sie in der Gruppe. Sie sind 20. Die Taucherinnen werden Haenyo genannt. He bedeutet im Koreanischen Meer und Nyo heißt Frauen, Meerfrauen. Eine Haenyo zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Auf Jeju werden die Taucherinnen bewundert und die Frauen sind entsprechend stolz. Die Frau mit dem Kopftuch ist Shaun Soon. Sie ist die Chefin der Haenyo-Gruppe, obwohl sie mit 45 Jahren eine der jüngsten ist. Shaun Soon ist Chefin, weil sie so zuverlässig und umsichtig ist. Denn das Meer bestraft jeden Leichtsinn und das Tauchen ist immer lebensgefährlich. An diesem Tag allerdings macht sich niemand Sorgen. Das Wetter ist stabil und viel wärmer als sonst im Winter. Es gibt kaum Wellen und das Wasser hat immerhin noch 16 Grad. Die Haenyo haben schon Schlimmeres erlebt. Sie machen diesen Job seit Jahrzehnten. Über die Hälfte der Frauen ist zwischen 50 und 60. Es gibt auf der ganzen Insel keine Haenyo mehr, die unter 30 ist.